einen schönen in-game guten Morgen und wahrscheinlich einen schönen guten Nachmittag oder einen schönen guten Abend an euch da draußen, je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut. Es ist zu früher Stunde auf der unheimlichen Insel mit Minze vor unserer Nase. Mit dem Duft aufzuwachen ist doch schon mal was. Na, für manche von euch mag Minze vielleicht sogar das Grauen sein. Ich kenne jemanden, wenn der nur Petersilie sieht, kriegt er schon das Grausen. Also das, Ein Grab. Ja, ein Grab. Diese Erkenntnis hat uns jetzt 5 IQ-Punkte gekostet. Naja, genau. Also, wenn der schon Petersilie sieht, kriegt er schon das Grausen. Und wenn das riecht, dann ist total Ende. Von dem her mag das mit Minze vielleicht bei einigen von euch. Oh, das sind sogar 3. Vielleicht ähnlich sein. Siehst du, die Stachelratten haben uns jetzt gar nicht mal so viel Energie gekostet, für das, dass wir uns doch zweimal getroffen haben. Oder was einmal getroffen haben. Hier haben wir jetzt, glaube ich, so ziemlich alles abgegrast, oder? Irre ich mich da? Ich glaube nicht. Gehen wir nochmal außen rum. Da oben ist die Vulkanfestung, da müssen wir auch irgendwann mal hin. Ich habe das Gefühl, dass das ziemlich bald sein wird. Ich meine, gut, wir sind jetzt hier... Ach, das ist ein schwarzer Wolf, verdammt. Wir sind jetzt hier noch so ziemlich im Mittelteil, sag ich mal. Hoffe ich mal. Von Risen. Das Spiel wird uns schon noch eine Weile begleiten, denke ich. Deswegen wäre es mir umso lieber, wenn wir mal ein bisschen vorankommen würden. Na du, schwarzer Wolf. Der ist gerissen. Ja. Ja. Also so ein bisschen abwehren kannst du dann doch schon, wenn du diese ganzen Parolen da machst. Aber... Ja, ob das so effektiv ist, ich weiß ja nicht. Eine Wichtelkappe ist auf jeden Fall immer gut. Da ist ein Wasserfall. Die Brücke sieht ja schon eigentlich einladend aus. Gibt auch ein schönes Bild. Aber... Ich weiß nicht, ob ich das will. Da werden bestimmt Skelette drüben sein. Stachelratten sehe ich schon mal. Die können wir ja vielleicht sogar aus der Ferne eliminieren. Die kommen sogar hier rüber, verdammt. Naja, so schwer sind sie ja nicht zu erledigen. Und dank unserer Kunst mit dem Pfeile und Bogen. Wenn man dann auch noch ziehen kann und auch was trifft, das ist halt eine Voraussetzung, dann ist das eigentlich ganz gute Sache. So, verschossen haben wir ja nichts. Fleisch hat es uns gegeben, das Rädchen. Genau, da unten sind auch noch welche. Na, ich sehe ja schon... Doch, da ist irgendwas. Das ist ein Skelett, oder? Das sind 3 Skelette. Ah, verdammt. Komm ich gegen 3 Skelette an? Ich wage es fast zu bezweifeln. Obwohl, wir haben es ja auch... Nee, da haben wir die 5 Freunde dabei gehabt. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ach du Schande, ach du Schande, ach du Schande. Wo kommt ihr denn alle her? Der Häuptling. Alle aus dem Loch da, oder? Sonst doch wer? Ich meine nichts. Brav. Ich hoffe für euch, ihr habt eine Werkzeugbeutel dabei. Das sieht nicht so aus, als wenn da irgendwas zum Graben wäre. Ein Säbel. Den kann man immer gut verkaufen. Auch wenn es so ein paar Gold sind, die wir da machen. Aber brauche ich ja. Also da hat niemand was dabei. Na, wir haben ja 2 Wisch bekommen. 2 Werkzeugbeutel, als wir die da drüben abgegrast haben. So, jetzt ist die Frage. Schauen wir uns mal auf der Karte um. Wo sind wir denn hier? Das ist praktisch genau der Weg hier drin. Hier ist der Wachturm.
Und da ist dann hier diese Lichtung, nenne ich es jetzt einfach mal, auch wenn das hier eher Wald symbolisieren soll. Auf jeden Fall am Fuße der Vulkanfestung. Total falsche Richtung, aber who cares? Ja. Mich kehrt's eigentlich. Ich glaube, da gehe ich jetzt nicht weiter, denn mich interessiert das doch Ding, das doch da oben mehr, sag ich mal. F8 2 Skelett, da ist ein Skelett, da ist ein Skelett und ein Skelettkrieger. Tja. Wir können es mal probieren. Ja, ein Pfeil und Bogen macht da wenig Sinn, sehe ich gerade. Ach du Schande, ach du Schande. Ach du Schande. Das sind 4, 5. Der hat einen Pfeil im Kopf. Also ich sehe schon, dass das wird nichts. Wir werden da dran vorbeigehen müssen. Allerdings nicht in diese Richtung, die ich da vorhin eingeschlagen hatte. Nicht in die da, sondern wieder zurück, weil es ja da in diese Lichtung reingeht. Und ob da jetzt ein... Die nehme ich mir noch mit, die Münze. Und ob da jetzt doch ein Weg irgendwie nach draußen führt, mag sein, aber herausfinden möchte ich das jetzt nicht. Machen wir später. Ich hoffe, ich kann mich überhaupt noch erinnern, später, wohin wir überall wollten. Das ist eher meine Sorge, die ich gerade habe. Gab es da ein Lagerfeuer? Ich glaube nicht, ne? Nee, verdammt. Tja, dann bleibt uns jetzt eigentlich nichts anderes übrig, als den Weg Richtung Don Esteban einzuschlagen. Genauer gesagt zu Fincher, denn der hat uns ja den Auftrag gegeben. Das ist ja Don Estebans rechte Hand. Und schauen, dass wir in Stärke ein bisschen besser werden, beziehungsweise, dass wir irgendwie in Verteidigung oder unsere Rüstung so ein bisschen aufbessern. Aber ich glaube wohl kaum, dass wir jetzt eine andere Rüstung finden werden, weil wir ja diese Jägerrüstung kürzlich erst bekommen haben. Von dem her glaube ich, dass nicht, dass es da was anderes so momentan gibt. Denn wir machen die Ghule doch schon ein bisschen zu schaffen. Ich meine, in der Höhle sind Ghule, hier draußen latschen überall Ghule rum. In dieser die Küstenruinen sind ja in dem Fall bevölkert von Skeletten und ihr habt es ja gerade gesehen, wir kommen jetzt mal mit den normalen Skeletten allein klar. Gut, die Motten sind eher das geringere Übel, aber... Na, ihr wisst, was ich meine. Ich will halt doch ein bisschen Power haben. Ich glaube, das wird nix. Hätte ich anders hingehen sollen. Das ist jetzt mein Verschulden. Wie eigentlich alles hier drin, aber... Meine Güte. Ah, ja. Ich bin ja überrascht, dass es doch noch einige von euch da draußen gibt. Meine Güte. Die sich das Ganze hier noch antun. Ich meine, Risen ist ein recht riesiges Rollenspiel. Und dass da noch jemand draußen ist, der sich mein ganzes Gebrabbel und meine Abstürze und meine... Gut, Abstürze habe ich in dem Fall nicht, aber meine ganzen Fails anschaut... Wundert mich ja eigentlich. Ich meine, gut, es mag vielleicht für manche doch recht interessant sein, weil es die nicht spielen können oder wollen oder müssen. Weil sie vielleicht die Vorgänge schon gespielt haben, obwohl, zumindest soweit ich weiß, Risen 2 Dark Waters keine Voraussetzung mitbringt, dass man den ersten Teil hier gespielt haben muss, um zu verstehen, um was es überhaupt geht. Ich habe zwar Risen 2 Dark Waters, habe es aber noch nicht angespielt. Das idelt da in meinem Steam-Account. Warum soll ich den Wolf jetzt hier nochmal angreifen? Ich probiere es einfach mal. Das sind dann wahrscheinlich wieder 2 oder 3 Wölfe, die da... Okay, er rennt in die falsche Richtung. Das mag nicht sinnvoll sein, aber... Oder in dem Fall... Ah, er hat den Umweg genommen. Hey,
Es war nur einer. Gut. Das ist gut. Das ist noch ein Keiler. Ja. Aber was ich vorhabe, ist auf jeden Fall, sobald wir Risen fertig haben, machen wir mal eine kleine RPG-Pause oder schauen uns was anderes an. Vielleicht Click-Adventure. Auf das hätte ich immer Lust. Ich hätte... Was hätte ich denn alles da? Deponia habe ich zum Beispiel da. Oder ich habe ja auch letztens erst zwei neue geholt. Es sind zwar schon etwas betagtere Click-Adventures, aber so an sich hätte ich da eigentlich schon mal Lust drauf, mir mal sowas zu starten. Rein experimentell natürlich. Schlingen einen Haufen Zeit. Aber wäre mal was anderes. Na, jetzt machen wir erstmal das hier weiter. X-Rebirth ist ja auch noch so eine Sache, die wir weitermachen wollen. Die bringt zurzeit ein Patch nach dem anderen raus. Glücklicherweise und interessanterweise, muss man dazu sagen. Deswegen ein Gnom. Aber ein Gnom ist niemals allein. Da muss irgendwo noch ein anderer Gnom rumflattern. Mindestens. Naja. Stronghold haben wir ja auch aktuell. Beziehungsweise hatte ich mal alle angefangen. Nur das ist eine recht interessante Geschichte. Na, den B, der erledige ich jetzt. Das ist gut. Ja. Stronghold ist ja aktuell auch noch bei mir, beziehungsweise heißt aktuell, war mal gestartet vor ewigen Zeiten. Letztes Jahr noch, also 2013. Dann habe ich mir allerdings ein komplett neues System zusammengebaut. Und seitdem funktioniert Stronghold nicht mehr. Die Ironie. Ich habe da einen schwarzen Boden. Ich habe da schon alles ausprobiert. Und wenn ich wirklich mit alles meine, dann sämtliche Foren durchgoogelt, die irgendwie möglich sind. Ich habe sämtliche... habe ich eigentlich schon gespeichert. Ich habe sämtliche mögliche Fixes ausprobiert. Sämtliche .NET Framework-Versionen. Weiß der Geier, was es da noch alles gibt. Also so ziemlich fast alles habe ich da ausprobiert, was ich irgendwie finden konnte über das Thema. Und... ich krieg diesen vermaledeiten schwarzen Boden einfach nicht weg. Spiel an sich funktioniert wunderbar, aber ich habe halt einen schwarzen Boden. Keine Bodentextur, also keine Texturen von Feldern, keine Texturen von Gärten. Von Häusern zum Beispiel, deren Gärten, die sind schwarz. Es ist im Prinzip nur alles vom Boden ab nach oben sichtbar. Und spielen kannst du so nicht. Da oben ist, glaube ich, ein Feuer, ne? Bei Marvin. Schauen wir da mal schnell vorbei. Und von dem her ist das momentan unmöglich. Nein, das ist kein... Doch, da ist Feuer. Von dem her ist es momentan relativ unmöglich aufzunehmen. So leid es mir tut. Bei Stronghold hätte ich eigentlich schon gerne weitergemacht. Nicht schlecht. Ja, es riecht nicht schlecht und es wird auch nicht schlecht schmecken, mein Freund. Altalchemie, da sind wir doch daheim. So, dann sollten wir dann ein paar Dinger reinziehen. Wir müssen unbedingt ein paar Tränke herstellen. Ich glaube, bei... Wie hieß denn der Alchemist da unten bei Don Esteban? Da können wir ja auch noch ein paar Dinger, glaube ich, kaufen. Und mit Marvin hier müssen wir, glaube ich, nichts bequatschen, oder? Der hat ja, soweit ich weiß, nichts... Doch, der hatte das mit den Dinger da, mit den Ringgeistern, obwohl Ringgeist ist ja in dem Fall falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Ein paar Folgen zuvor habe ich ja analytisch aufgeführt, dass das nicht die Ringgeister sein können. Bei meinem dicken Wälzer da drüben habe ich nachgeschaut von J.R.R. Tolkien. Aber wir können ihn nochmal ganz kurz ansprechen. Ich brauche Ruhe. Ja, er braucht Ruhe. Er hat ja diese Sache mit den Ringen, die in den Küstenruinen versteckt sind, sage ich mal in Anführungszeichen. Jetzt nehme ich es einfach mal mit, so gemein wie ich bin. Arr, ich bin... dieser Stahlbart, glaube ich. Gregorius Stahlbart, genau. Der Piratenkapitän. Wo latscht man denn jetzt hin? Zu Don Esteban, würde ich sagen. Kleine Karte oder auch große Karte, je nachdem. Ich gehe mal hier schnell auf... Ist das alles? Alles ist das. Beppo ist da oben. Den Marvin haben wir, den Beppo haben wir. Den William haben wir noch nicht. Aber, normalerweise müsste doch jetzt der Marvin auch hier irgendwo eingezeichnet werden, oder? Wenn er...
Also mein Beppo haben wir ja schon angesprochen. Wir können es ja nochmal machen. Wird wahrscheinlich nichts bringen. Wir müssen also sowieso zum Matitenlager, von dem her, was soll's. So, genau, zu Fincher müssen wir wieder. Wir müssen ihm Bericht erstatten. Das ist aktuell unsere Aufgabe, die wir da verfolgen. Die verfluchten Burkern, genau, das ist die Sache von Marvin. Da ist ja so eine Küstenstadt, dann haben wir hier irgendwo eine gehabt, genau da hinten, und dann fehlt uns noch eine. Ich denke mal, das könnte hier irgendwo sein. Das ist zumindest auch so ein Burgding, so ein Aussichtsturm. Mag vielleicht aber auch das hier sein. Naja, wir werden sehen. Das sieht mir fast so aus, als wenn es hier durchgehen würde. Kann das sein? Geht's da hinten rein und da wieder raus? Dann die Sache mit der Vulkanfestung, ja, die machen wir dann ziemlich zum Schluss. Konrad abkassieren, ja, ich hab immer wieder drüber nachgedacht, aber ich glaube, die müssen wir fallen lassen, die Quest. Ich komme da einfach nicht dahinter, wie wir die machen sollen. Dann Meister Iulomat, genau, das ist die Alchemisten-Quest. Kormakiser, der Alchemist. Das sind diese Alvaro-Sachen. Walter ist ja der Gehilfe von Alvaro, dem Schmied. Den Schmied müssen wir auch abkassieren und das war es eigentlich schon. Also wir haben eigentlich nur eine richtige Quest, die wir nachgehen müssen. Aktuell. Abgesehen von der ganzen Geschichte hier. Sprich, Burggeister. Aber die können wir ja nicht schaffen, weil wir unsere Stärke nicht haben. Uns fehlt die Stärke dazu. Deswegen will ich jetzt, wie gesagt, zu Don Esteban da mal ein bisschen hochskillen. Was haben wir eigentlich alles an Schwertkampf? Dass man vielleicht den Schwertkampf ein bisschen besser werden. Runenmagie bringt uns ja aktuell noch nichts. Da haben wir noch keinen Skill dafür. Aber die Stärke, die muss man ein bisschen besser machen. Ein bisschen hochheben. Und dann passt das schon irgendwie. Da haben wir ja, glaube ich, schon alles abgegrast, was es zu holen gibt. Nein, fast. Haha. Fast. Da hoch gehen wir ja nicht, weil da der Severin steht. Da oben auf der Anhöhe waren wir auch schon. Wenn ihr euch vielleicht noch zurückerinnern könnt, ist schon etwas länger her. Da waren wir, als wir den Weg nach unten gestartet haben, zum Tempeleingang, gen Osten. Da müsste noch irgend so eine oder so ein Flattermann rumflattern, genau. Aber eine Moorleiche müsste es ja auch noch irgendwo geben. Zwei Flattermänner sind das sogar. Wisst ihr was, die probieren wir doch jetzt einfach aus, wenn wir schon da sind. Ein bisschen befreien. Nehmen wir Pfeil und Bogen. Ja, total daneben. Ich glaube, das wird nichts. Ja, doch. Aber ich glaube, das ist immer so effektiver. Du sollst den Einser nehmen. Du sollst die Waffe nehmen, warte doch mal. Ja! Hä? Meine Güte. War das eine schwere Geburt. Gut. Und jetzt nehmen wir noch den anderen mit. Ich sehe schon, wir brauchen wieder drei Folgen, nur um zu Don Esteban zu kommen. Furchtbar. Ja! Da ist er, die Moorleiche. Tja, ich glaube nicht, dass das was wird. Wir verkrümeln uns einfach mal. In der Hoffnung, dass er uns nicht folgt. Ja, die geht nur langsam mit. Die kann aber hier oben rausgehen. Da ist Kraut. Das nehmen wir doch gleich mal dem Robart mit. Ich hoffe, die folgt uns jetzt nicht. Und wenn, dann können sie uns eigentlich auch wurscht sein. Mensch, Meier, da ist aber schon wieder ordentlich was gewachsen hier. Selbst die Keiler liegen hier noch rum. Halt, das ist der falsche Eingang. Da oben müssen wir rum. So, dann hilf mal ein bisschen, das geht schneller. Dann werden wir jetzt Fincher Bericht erstatten, uns ein paar Tränke brauen. Der Sam hockt hier immer noch rum. Ist der vielleicht inzwischen was Neues? Wie sieht's aus? Neil ist es, ja. Die Weißen scheinen sich nicht mehr um uns zu kümmern. Aber ich traue dieser trügerischen Ruhe nicht.
Gerade jetzt sollten wir besonders wachsam sein. Also, pass auf dich auf, Kollege. Danke, hat er das vorhin auch schon mal gesagt? Ich glaube nicht, oder? Naja. Trotzdem, ich sehe gerade, es ist wieder Zeit für heute Schluss zu machen. Was haben wir geschafft? Nix. Es ist immer so ein bisschen doof, oder? Da nimmst du da doch relativ lange Zeit. 20 Minuten sind doch nicht zu lang und nicht zu kurz, finde ich. Und was schaffst du? Nix, obwohl du relativ viel Zeit hast. Furchtbar. Naja, aber nächstes Mal mit Sicherheit bei Don Esteban, bei Fincher, bei Cormac, dass ich den Namen noch rausbekomme. Wollen wir ein bisschen was machen, wollen wir mit der Quest hoffentlich ein bisschen weitergehen. Was mich nur eben wundert, ist, dass am Tempeleingang die drei Jungs nicht gewartet haben, die Drillinge, die wir in der Hafenstadt aufgegabelt hatten. Da war ja einer im Gefängnis, der andere war... Wo war er denn? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das wundert mich eben, dass die nicht da waren, obwohl sie gesagt haben, sie warten da. Wir werden sehen, was es damit auf sich hat. Allerdings das erst in der nächsten Episode in und von Risen. Ciao.